2 bis 3 Stunden, sagen Sie, aber dann brauche ich keinen Pannendienst mehr. Das ist doch Mann! Weißt du, was die Karte gekostet hat? Sehr witzig, das schaffe ich doch nie. Kannst du nicht einfach kommen, Papa? Das dauert doch nicht so lang. Keine Ahnung, wo ich bin. Hier ist nichts. Außer Landschaft. Was weiß ich, wie die dämliche Straße heißt? Die haben doch keine Namen. Was? Klar habe ich ein Navi. Warte mal, warte einen Moment. Ja, hier ist was mit Koordinaten. Woher weißt du sowas eigentlich immer? Also hör zu. Das ist jetzt so weit, um nochmal eben hinzukommen. Ist doch nicht dein Ernst. Und außerdem habe ich hier keine Ersatzteile für Kleinwagen. Du, Papa, weißt du was? Mach dir keinen Kopf, ich melde mich. Deine Tochter? Sie hat eine Panne. Mitten in der Pampa. Und in ein paar Stunden spielt ihre Lieblingsband. Dann soll sie nächstes Mal doch einen LKW nehmen. Dann können wir ihr auf jeden Fall helfen. Winkel Fahrzeugteile, guten Tag. Mein Name ist Michael Grabinger. Was hörst du denn eigentlich? Hey, Fahrgast! Entschuldigung? Was hörst du denn da? Klingt wie das hier. Kopf weg. Mist. Nicht dein Tag, oder? Riecht nach Gummi. Und jetzt? Brauchst du eine neue Mitfahrgelegenheit? Werden wir sehen. Es gibt's? Gibt's nicht. Verlierst du Druckluft am Hänger? Rechte Seite, zweite Achse. Gut oder schlecht? Da habe ich schon mal drunter und schau nach, wo die Luft rausgeht. Es klingt nach Kombizylinder, aber sowas habe ich hier auch nicht rumliegen. Wir haben keine Zeit. In spätestens 3 Stunden werden die Jungs nervös und ich habe locker noch 1 Stunde zu fahren. Dann guck gleich mal, ob du ein Typenschild findest. Ja, super. Nichts lieber als das. Stell dich nicht so an, warte einen Moment. Hi, ich bin's, Mike. 2 Stunden vor deiner Zeit? Ja, da brennst du doch irgendwo. Allerdings, ich habe einen gestressten Fahrer mit einer blockierten Achse, wahrscheinlich Kombizylinder. Also pass auf. Ich treibe jetzt einen neuen Kombizylinder auf. Ein Kombizylinder? Das geht auf die Schnelle. Mike, noch dran? Hey, Fahrgast, mach dich mal kurz nützlich. Hast du mal eine Typennummer? Hast du die Typennummer? Der will eine Typennummer. Hallo? Klingt wichtig. Sag ihm, ich suche noch. Jetzt sag mal halt die Nummer. Ich suche noch. Ich meine, er sucht noch. Hör mal, kannst du mir das Teil direkt zum Truck schicken? Wo steht denn dein Mann? Wo seid ihr denn eigentlich genau? Wo sind wir eigentlich genau? 925. Das ist die Typennummer. 376. 376 106 0. Klar habe ich den, wie klar doch alles. Die Frage ist nur. Jo, ist auf Lager. Wo willst du den jetzt hinhaben? Koordinaten okay. Öfter mal was Neues. Schieß los. 48.9.42444. Ist quasi schon unterwegs zu dir. Ich brauche sofort einen Expresscar. Kein Thema, bin in 5 Minuten am Lager. Da willst du hin. Ist das ein Problem? Oh, dann mach dir mal keinen Kopf. Die fangen nicht ohne dich an. Like a rocket.
Sag mal, Papa. Du bist doch nicht per Anhalter gefahren. Nein, der hat Micha mitgenommen. Glaubst du an Zufälle? Nee. Aber ich glaube dran, dass wir immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Wie soll der heißen? Sind Sie zufällig Mike? Wer will das wissen? Ich soll fragen, ob alles passt. Ja, sag ihm, das passt.